Unser erstes Projekt haben wir realisiert mit der Initiative Lebensmut, Leben mit Krebs. Die Organisatoren hatten den Wunsch, dass wir das Ganze virtuell umsetzen, haben für die Patienten einen Tag gestaltet, für den es unglaublich viel Lob gab. Man sieht eben, dass hier die Gebärdendolmetschende parallel das übersetzt hat, was dort der liebe Tom Friedländer anmoderiert. Das ist für die, die es finanzieren, auch hochinteressant, weil die Reichweite von diesen Formaten einfach unendlich viel größer ist. Es gibt eben alle Spielmöglichkeiten, dass wir sagen, wir haben ein reines Online-Format, wir sind vor Ort, wir können Expertinnen dazuschalten von der Referentenseite als auch von der Zuschauerseite. Und gerade bei hochdotierten Expertinnen ist es ja immer toll, wenn man so ein bisschen zeitunabhängig auch arbeiten kann. Klinik Maria Hilf, mit der übertragen wir sogar regelmäßig im Livestream OPs vor Ort im Klinikum. Und sie hatten immer vor Ort so um die 50 bis 60 Teilnehmende. Und hier hatten wir über 2000 Teilnehmende. Traut euch für eure Patienten solche Kongresse zu machen. Wir sind da sehr geübt und können euch gerne dabei helfen, das umzusetzen.